ist immer ganz gut. Das Leben ist so unterschiedlich, die Menschen sind so unterschiedlich. Ich habe gerade gesagt, Sonja hat so eine wahnsinnige Ruhe, so eine Gelassenheit. Und bei dir, da ist man wieder richtig schön mit dabei. Man kriegt was man kriegt auch was gelernt von dir, auf eine andere Art und Weise aber. Ich kann auch ruhig. Wenn ihr mich gerne ruhig hättet, ich kann auch ruhig. Das glaube ich dir gerne, aber ich mag dein Temperament auch ganz gerne. Dann bin ich zufrieden. Dann würde ich auch sagen, wir starten durch. Ja. Ja, wir haben ja nun 40 Karten insgesamt kennengelernt, 36 aus dem regulären Lenormand und jetzt die 4 medialen Zusatzkarten fürs mystische Lenormand. Und du hast heute was ganz Besonderes mitgebracht, damit wir endlich mal die Karten auch erkennen können, nämlich frische, neue ganz Karten, frische, neue. Frisch gedruckt. Man kann es wirklich... Also meine völlig abgewetzten habe ich hier einmal gerne nochmal zur Präsentation und dann natürlich ganz neue. Also, wobei ich sagen muss, mir gefallen eigentlich deine alten ein bisschen besser, weil man spürt da auch, da ist wirklich gearbeitet worden, da ist auch viel Energie drinnen. Allerdings, irgendwann wirst auch du mit denen nicht mehr arbeiten können, oder? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Ja, die Hellsicht ist ja nicht was überwiegt bei mir. Aber trotz alledem, wir wollen uns heute natürlich ranmachen und wollen ja ein paar Legesysteme kennenlernen. Und du sagtest mir letzte Woche schon, überfordere uns bitte nicht und lass uns langsam anfangen. Ja, und dementsprechend habe ich mir natürlich auch gedacht, fangen wir langsam an. Denn wenn wir Fragen haben im Alltag, manchmal stellen wir die Fragen ja so gezielt und bewusst, dass wir sagen, es reicht eine Ja-Nein-Antwort. So, und Ja-Nein würde bedeuten, ich nehme meinen kompletten Stapel und stelle mir zum Beispiel die Frage, du darfst aussuchen. Ach, jetzt geht's zu mir, den schwarzen Peter. Hat jemand eine Frage hier im Publikum? Theodora, willst du irgendetwas wissen? Hast du eine Frage? Oder auch Iris? Gibt es irgendetwas, was euch kurz mal interessieren würde? Schwierig jetzt. ich habe angefangen mit der Heilpraktikerschule und ich habe so richtig Angst. Okay, also willst du, weil wir Ja-Nein-Frage machen, ob die Entscheidung die richtige ist? Genau, ich fühle es, aber ich will es trotzdem noch mal wissen. Die Bestätigung, um Gottes Willen. Genau. Da setzt du uns jetzt natürlich unter Druck, nicht, dass wir auf diese Frage Ja-Nein, du weißt schon, es gibt 50-50 Chancen. Ja. So, und da habe ich natürlich auch 50-50 gezogen. Karte Nummer 6, die Wolken. Ne? Wir wissen, helle Seite, dunkle Seite steht in deinem Fall natürlich für die Zwiespältigkeit. Aber jetzt können wir es zum Beispiel so machen, um noch eine klarere Aussage zu kriegen. Wir ziehen einfach noch eine Karte mit dazu. Okay. So, und hier habe ich jetzt mal... passt ja dann schon wieder natürlich. Richtig in diese Situation. Ne? Und jetzt habe ich die Karte Nummer 37, die Ahnen, gezogen. So, und bei dir ist es dann definitiv so, du weißt, du bist sowieso geführt von oben. Du hast deine Engel, du hast Mutter Maria an deiner Seite und du hast ganz viele im Hintergrund. Also für dich ist es definitiv die richtige Entscheidung. Und schon sind wir damit fertig. Ja, nein. Das hilft manchmal wirklich in solchen Entscheidungssituationen, wenn mein Bauchgefühl zum Beispiel vielleicht sich leise zu Wort meldet, aber mir noch nicht die richtige Entscheidung wirklich gibt oder ich noch unsicher bin, dann kann ich die Karten wirklich zu Rate ziehen. Und das Schöne ist natürlich, dass wir in der nächsten Zeit auch ein klein wenig wieder lernen werden, mit den Karten umzugehen und auch wieder die Bedeutung der Karten nochmal erfahren. Natürlich, wir frischen alles immer mehr und mehr auf, immer wieder natürlich die Karten, die wir ziehen, darüber werden wir immer wieder ein bisschen sprechen. Wichtig ist natürlich auch immer eins, wenn ich Karten lege, dann muss ich den Karten vertrauen. Ja, in dem Moment geht es nicht um das, was mein persönliches Empfinden zu dieser Person ist. Es sei denn, ich bin noch hellfühlig oder hellsichtig und nehme da noch andere Dinge wahr. Aber in dem Moment, wer Karten legt, muss wirklich dabei sein und muss sagen, ich vertraue den Aussagen der Karte. Okay. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Theodora kann ja jetzt... absolut auf die Karten bauen und sowieso. Ne? Na, das ist sowieso. Doch sehr schön. Das ist wirklich eine ganz einfache Übung, die jeder am Tag mal machen kann, wenn es irgendwie eine Frage gibt. Sollte man auch jeden Tag machen. Ne? Wir wissen ja zum Beispiel auch, günstig ist, um einfach auch immer wieder zu festigen, die Karten, was haben wir gelernt, jeden Tag eine Tageskarte ziehen. Sieht man auch immer so ein bisschen, wie ist die Tagesform. Und deine berühmte Tageskarte. Ah, die Sense, Karte Nummer 10. Da wissen wir, da kann was Dolles auf uns zukommen, was ganz Plötzliches, Schnelles. Es kann ein heftiges Ereignis sein, aber es kann natürlich auch sein, dass sich genauso gut die Dinge heute sehr schnell regeln lassen. Okay. Mhm. Für mich jetzt immer noch ganz gut. Ich habe mal heute noch vorbereitet eine sogenannte Dreierlegung. Mhm. Ja, einfach, dass wir sagen können,
Es gibt verschiedene Varianten auch der Dreierlegung. Jetzt können wir zum Beispiel auch die Tagesform auch in Form einer Dreierlegung machen. Jetzt haben wir zwar die Sense gerade gehabt, jetzt wäre natürlich aber interessant, nur die Sense ist nicht richtig aussagefähig. Also würde ich mir einfach noch zwei Karten mit dazu ziehen. Ach so, und habe zur Sense noch. Zur also Sense hole ich die Sense nochmal raus. Kannst ja? du nochmal rausholen, genau. Und würde da einfach nochmal zwei Karten mit dazu ziehen, dass ich ein Gesamtbild einfach habe, dass ich ja dahin komme, was könnte mir heute begegnen oder was sollte ich angreifen, um dass es für mich gut ausgeht. Okay. Oder wovor sollte ich gewarnt sein? Ist es eigentlich wichtig, ob ich die Karten durch, also ob ich sie von oben rausnehme oder ob ich sie ziehe? Oder nein, ist du, das auch mein Bauchgefühl? Das ist nach deinem Bauchgefühl. Also das kann entscheidest ich jetzt du im für dich selber. Zwei Karten noch dazulegen. Genau. Wie lege ich die jetzt im Anschluss? Weil auch da hat man ja oftmals die Bedeutung. Das kannst du im Anschluss legen. Genau. Einfach drei Karten für den Tag. So, und bei dir ist zum Beispiel heute, mein Schatz, da würde ich sagen, bei dir, du bist eigentlich auf der Suche nach spirituellem Erwachen und traust aber nicht ganz deinen Sinn. Das ist so der Tag heute bei dir. Du bist etwas blockiert in dir selbst. Du solltest, wie Sonja Lappessen gesagt hat, ein bisschen in die Meditation gehen. Okay. Mhm. Des Weiteren haben wir aber auch noch die Möglichkeit, dass wir eine sogenannte Dreierlegung schaffen. Was noch? Ganz schnell, muss ich schnell quatschen. Also, wir können zum Beispiel auch gucken. Der Schönling ist bei dir der rausgefallen. Man muss ja auch mal was Schönes haben. Wir können natürlich auch gucken, dass wir die Variante nehmen: Ist-Zustand, Vergangenheit, Zukunft. Jetzt war ich natürlich äußerst clever und habe keine Frage mehr gestellt, weil die kurze Zeit. Aber nehmen wir mal einfach Herzensangelegenheiten. In Herzensangelegenheiten haben wir in der Ist-Situation die Gefühle gezogen, die Fische. Mhm. Ne, wissen wir ja, die Fische stehen sowohl für Reichtum, Finanzen, aber auch für die Gefühle im Bereich der Liebe. Mhm. So, dann in der Vergangenheit haben wir viel Energie aufgebracht, um diese Liebe eigentlich aufrecht zu halten. Und was wird in der Zukunft sein? In der Zukunft kann ich aufhören zu kämpfen, denn die Liebe wird mir treu sein. Okay, allerdings verunsichert mich jetzt wieder der Blick des Hundes, dass der von der Liebe ja wegguckt. Nee, das brauchte ich in dem Moment nicht verunsichern, weil wir haben nicht das große Blatt, wo ich... Okay, weil hier keine Karte mehr liegt, genau, deswegen kann es genau, egal sein, wohin er guckt. Aber die Treue, der Hund Treue. Ist einfach dann genau. Da. Eigentlich sehr positiv, also irgendjemand wird sich wahrscheinlich angesprochen fühlen und wird sagen... Im Innersten deines Gedankens warst du bei dem, als du das gelegt hast. Genau. Sehr schön. Nancy, wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, weil wir fangen peu à peu an. Aber es waren schon mal drei ganz gute Ansätze, finde ich. Tageskarte, Ja-Nein-Frage genau. Und jetzt die Dreierlegung. Dass man schon mal so einen Einstieg hat und dass man vor allem die Karten auch ein bisschen wieder zu fühlen bekommt. Genau. Du hast heute richtig viel Power mitgebracht, denn es ja. geht mit Power und dir gleich noch weiter. Warum, das erzählen wir Ihnen jetzt gleich, aber erstmal sage ich danke. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich danke auch.